Genau wie die Frau, die ertrunken ist. Das kann kein Zufall sein. Habt ihr gesehen, was mit Taylor und Daniel passiert ist? Sie können nicht weit sein. Verschwinden wir hier. So. Jetzt spielen wir die alte Dame. Verlasse den Friedhof. Die hätte ja auch drauf gehen können, wo bemerkt, aber wir konnten das ja verhindern. Können wir weiter? Ich fühle mich hier nicht sicher. Ui, da ist was. Hier liegen Thomas Weeman, Gouverneur und Friedensrichter, verstorben am 30. Juli 1701 und seine Frau Mary Weeman, von uns gegangen im Februar 1699. Warum bückt der sich? Boah, vor allem Friedhof, ne? Das gibt mir auf jeden Fall die Vibes. Bloß weg von der Brücke. Je mehr Abstand wir zwischen uns und dieses Ding bringen, desto besser. Ich wette, Daniel und Taylor denken das Gleiche. Verstecken! Schnell! Konzentration. Das verkacke ich sonst immer. Oh nein. Jetzt sogar mit Dreieck. Profi vorne, der Profi. Gehen wir ihm besser aus dem Weg. Sind das auch wieder die nur so Hallos, Worte was der sie Frau haben? Gehen mir nicht aus dem Kopf. Um zu stoppen, was in Little Hope passiert, muss man das Mädchen stoppen. Ging es darum, weitere Hexenprozesse zu stoppen oder etwas anderes? Weiß auch nicht. Na los, gehen wir. Ich sehe mich drinnen um. What the fuck? Wie geht's? Ich frag mich, ob das Ding uns verfolgen könnte. Glaube nicht, dass sie das tut. Woher weißt du das? Eine Ausnahme? Bleib nah bei mir. Wir machen es selbstbewusst. Wir zwei bleiben jetzt nah zusammen. Wenn du nah sagst, wie nah genau? So nah? Intim, etwas näher oder widerwillig, nicht so nah. Oh, das ist ein Horrorspiel. Bisschen näher. Noch näher. Das war so oder so dumm, dass sie sich getrennt haben, oder? Was war das? Nichts, vermutlich. Doch, da war was. Was steht da?
Witch Trail. Hexenweg. Oder Hexenpfad. Na toll. Vor allem, wir finden fast überhaupt keine Bilder, ne? Lass uns woanders lang. Es gibt keinen anderen Weg. Das haben wir uns ja schon mal angeguckt. Touristenhochburg. Nicht mein Lieblingsreiseziel. Ach du Scheiße, da passiert bestimmt was. Hey. Hier drüben. Sieh dir das an. Eine Brücke. Das Ding könnte immer noch hier sein. Im Wasser. Nein, wir haben es abgehängt. Bestimmt. Oh, shit. Du gehst zuerst, oder? Du bist leichter als ich. Geh du vor. Ich gehe auf keinen Fall über diese bescheuerte Brücke. Wenn wir die anderen finden wollen, müssen wir rüber. Gut. Ich gehe darüber und du kommst mir nach. Wenn die Brücke danach steht. Okay. Finde einen Weg zurück zu den anderen. Ach, jetzt wollen sie wieder zurück? Oh, das ist so laut, ne? Kein Wunder, dass ich ein bisschen zuck. Also das ist auf jeden Fall gruseliger, finde ich, persönlich, wie jetzt das davor, Man of Medan. Siehst du das? Hexengrab. Oh oh. Dieser Stein markiert vermutlich die Grabstätte der ersten Person, die im Rahmen der Hexenprozesse von Little Hope hingerichtet wurde. Oh no. Verschwinden wir. Lassen Sie uns los! Still! Bitte! Mary? Mary! Mary! Ich bin hier drüben! Mary, der Quell des Bösen ist hier. Das Mädchen ist böse? Was ist los? Des Bösen? Wissen Sie, was hier los ist? Wir wissen es nämlich nicht. Sie haben uns erschreckt. Ihr sprecht vom Tod? Heute habe ich meine Frau aus einem nassen Grab gezogen und sie ganz allein bestattet. Und all das wegen ihr. Mary. Wer sind Sie? Warum sehen Sie aus wie John? Ich kenne keine Antwort. Vielleicht wurde ich schon mit einem Hexenfluch belegt. Da ist sie! Gefunden! Woher hast du sie? Ich habe sie selbst gefertigt. Ich nehme sie zu deinem Schutz. Verdacht und Betrug gehen Hand in Hand in Little Hope. Niemand ist sicher. Bitte, Tabitha, lass sie mir! Ab mit ihrem Kopf. Magst du das kleine Mädchen wohl nicht, Sammy? Geht da vor sich?
Nichts. Hier gibt's kein Telefon. Okay, also sitzen wir hier wohl wirklich in der Falle. Wo stecken die bloß? Weiß nicht. Ich hoffe, es geht ihnen gut. Wir hätten den Busfahrer längst finden müssen. Wo ist der bloß? Warum bist du immer noch hier? Angela, Hauptstraße. Sie scheint zu wollen, dass wir ihr folgen. Folgen wir? Eine Falle. Ich würde mal sagen, eine Falle. Du willst ihr folgen? Viel zu riskant, sie könnte uns in eine Falle führen. Das sind zwei Mädchen. Eins von früher, dieses aus der Jetztzeit. Vielleicht ist dieses Mädchen, das wir hier sehen, irgendwie ein Spiegelbild des Mädchens aus der Vergangenheit. Willst du nicht auf Daniel und Taylor warten? Wenn sie uns folgen würden, wären sie schon längst da. Bleib wachsam. Wer weiß, was vor uns liegt. Hey, warte auf uns! Husch! Widerlich! Oh oh. Leute? Seid ihr das? Ich hab dich! Bestimmt wieder nur Hallos oder so, was die haben oder nicht. Oh, jetzt haben wir geklickt. Verlasse die Kanalisation. Pass mal auf, das Ding springt bestimmt runter. Es hört nicht auf. Lauf doch schneller! Wie kann man denn schneller laufen? Angela! Shit! Nein! Womit hat sie das verdient? Jetzt sind es nur noch wir beide. Bis Taylor und Daniel uns finden. Hey! Die Tür ist durch irgendwas versperrt. Bitte hilf mir mal. Ich glaube, Angela ist nicht tot. Vor allem, statt sie die Tür es zugemacht ist ein hätte. Museum oder sowas. Einfach offen gelassen. Ist sie da drin? Ach du Scheiße. Ruhig. Andrew. Hier stimmt doch was nicht. Konzentration. Wir werden nicht das gleiche Schicksal erleiden wie Angela. Woher weißt du das? Weil ich uns zwei um jeden Preis beschützen werde. Und die anderen auch.
wenn wir erstmal hier raus sind. Falls sie noch leben. Jetzt bin ich echt gespannt, ey. Oh nein, da stehen solche Puppen, ne? Was hat die Kleine hier ganz allein verloren? Schon komisch. Sitzen. Hat sie was mit Mary zu tun? So muss es sein. Ich weiß nur noch nicht, wie und warum. Hexenprozessor. Ach du Scheiße. Also es ist halt so ultra ruhig, ne? Es ist einfach komplett ruhig. Unheimlich. Die machen mir echt Angst. Wo ist denn der andere jetzt? Ach, da. Haben wir da wieder ein Bild? Ach ja. Amy Lambert. Die erste Beschuldigte. Amy wurde vom Mädchen Mary Milton der Hexerei beschuldigt, die behauptet, sie hätte gesehen, wie sie auf einem Weidenzweig geflogen sei. Als ihr vom Gericht mitgeteilt wurde, dass Amy von Zeugen meilenweit entfernt gesehen wurde, antwortete Mary, ich sah, wie sich ihre Lippen bewegten, als würde sie mit jemandem sprechen. Und da erkannte ich sie als den Dämon, der in Amys Gestalt zu mir geschickt wurde. Pastor Carver ließ dies in seinen Aufzeichnungen als Geisterbeweis zu. Sieht aus wie die alte Dame, ne? Wie die Angela. Wir brauchen Bilder. Darum ging es doch in dem Prozess. Leute, die mit dem Teufel im Bund sind. Stimmt. Und diese Mary, die alle verpetzt hat. Muss das Mädchen sein, das wir sehen. Ach ja, genau. Das haben wir ja schon mitbekommen, ne? Da hatten die ja so ein Hallo. Hey! Die hier gezeigte Puppe. Schau mal hier! Das habe ich schon mal gesehen. Wo? Auf der Straße vor dieser abgefuckten Bar. Angela und ich haben es gefunden, bevor uns diese Mary das erste Mal erschreckt hat. Interessant. Meinst du, sie hat uns hergeführt? Damit wir das hier sehen? Lass dich anschauen, Puppe. Aber Professor! Es gibt viele, viele Geschichten über Gegenstände, die von Geistern besessen sind. Klar, in Filmen. Immer mit der Ruhe, ja? Vielleicht ist der Geist von Mary ja an dieses Ding gebunden. Wir verbrennen es. Und dieser ganze Spuk ist vorbei. Das sieht aber ein bisschen aus wie... wie die alte Frau, ne? Ich sag mal nix. Vertrau mir, ich weiß, was ich tue. Ja, klar. Ist das Risiko nicht wert? Tun wir es? Nee, ich würde. Weder ist es das Risiko wert, noch bringt es Angela wieder zurück. Hast wohl recht. Sieht echt aus wie die Angela.
Sammy unterstützend. Lass mal das lieber. Ach ja, das ist ja diese Szene, die wir geschaut haben. Oder die wir schon gesehen haben. Ich will mal ein Bild sehen. Oh oh. Oh oh, pass mal auf, da kommt jetzt safe was. Wette ich mit euch, Achtung. Eine Miets. Der andere Sepp. Hier gibt es so bestimmt ein Bild. Wir finden fast überhaupt keine Bilder. Können wir raus? Ja. Tatsächlich. Da geht's nach draußen. Wo ist das kleine Mädchen hin? Führt uns her und verschwindet dann. Vielleicht hat sie es so geplant, uns zur Puppe zu führen. Hat geklappt. Ich weiß nicht recht. Oh, ich hoffe, das war jetzt richtig, was wir gemacht haben. Ich habe gedacht, kommen ein paar mehr Jumpscares oder dass sich die Puppen bewegen. Der Akku ist fast leer. Daniel, Wald. Hat doch eh keinen Empfang. Hörst du das? Weiß nicht. Hab was gehört, glaub ich. Leute? Hallo? Ist da wer? Wir sollten weitergehen. Wo zur Hölle sind die nur? Haben sich wohl auch verirrt. Glaubst du, sie suchen nach uns? Vielleicht. Angela will ganz sicher nicht nach mir suchen. Da wette ich. Sie ist garstig, aber ein guter Mensch. Bist du da sicher? Ja, ich kenne sie schon lange. Länger als ihr. Sie hat eine Menge durchgemacht. Okay. 10 Mäuse, da ist niemand. Bleib bloß weg damit. Hey, es ist immerhin besser als nichts. Suchen wir einen Weg hinein? Meinst du einen Weg wie vorhin am Laden? Bist du ein Freizeiteinbrecher? Nö. Aber ich war's in einem früheren Leben. Er ist so ultra leise, ne? Das ist so ultra still. Da geht's nicht durch. Mhm. Vielleicht Fenster. Hä? Gibt doch nur 2 Optionen. Ach ja, hier. Hey, Taylor, schau mal da.
Was ist da? Hier war wohl schon lange keiner mehr. Oh, ja. Ich krieg einen Zehner. Von wegen. Hab die Wette nie angenommen. Na gut. Locker. Das krieg ich doch aufgehebelt.